Moin aus Hamburg, meine Lieben. Mein Name ist Sascha Deas und ich heiße euch herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe vom Podcast Kaffee, Schwarz oder mit Milch. Ja, moin Leute. Ihr hört hier wiederum die Spotify-Folge Kaffee, Schwarz oder mit Milch. Das Ganze gibt es natürlich dann visuell mit mir und Sascha auch auf YouTube unter backstage-talk-tv. Und die erste Frage, Sascha, wie immer in dem Podcast, wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke ihn tatsächlich gerade hier mit Milch. Egal, welche Milch, oder? Ich kann Hafermilch und Mandelmilch und alles auch gut ab, mal als Abwechslung. Ich bevorzuge aber Low-Fat, ganz normale Milch. Ja, das ist aber. Du bist gerade in Hamburg. Wir sind quasi live zugeschaltet. Wie ist es dir die letzten? Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen. Wie ging es dir die letzten Jahre? Hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben uns fast ein Jahr nicht gesehen. Das letzte Mal haben wir gesagt Battle the Beach auf jeden Fall. Da warst du mit am Start. Wie war die Zeit bis dahin? Ist viel passiert. Es ist wirklich viel passiert. Kurz nach, es war ja dann 2019 eigentlich, weil 2020 waren keine Events, das heißt von anderthalb Jahre fast her. Kurz danach wurde bei mir leider eine Verletzung diagnostiziert, die mich dann sehr lange beschäftigt hat, die mittlerweile ausgesessen ist. Und die hat mich in meinem sportlichen Dasein auf jeden Fall stark beeinflusst. Und ansonsten ging das Leben halt weiter. Ich glaube, 2020 sind bei den wenigsten die riesigen Veränderungen passiert. Durch Corona und sonstige Themen, ich möchte es gar nicht lang breit treten. Aber in sportlicher Sicht ging es eigentlich immer voran, bis auf diesen kurzen Rückschlag. Sportlich bist du ja für meine Verhältnisse die eine der einzigen Personen, ich kenne wirklich wenige, aber Bodyweight ist dein Markenzeichen. Ja, da hat es gestartet mit. Tatsächlich nenne ich mich selbst Weighted Calisthenics Athlet. Was ist der Unterschied zur normalen Kelly? Ich hänge mir Gewicht dran. Okay, in der Tat. Also unsere Wettkämpfe bestehen darin, dass wir uns tatsächlich zu stark für unseren eigenen Körper fühlen und versuchen, möglichst viel Gewicht zusätzlich in den vier Kategorien zu bewegen, die wir da absolvieren müssen. Das ist zum einen der Muscle-Up, also das ist diese Bewegung, die man aus dem Touren kennt, wo man sich hoch und über die Stange zieht. Das ist der Klimmzug oder Chin-Up. Das ist die Stützbeuge oder der Dip auf Englisch und es ist die Kniebeuge als Backsquat ganz klassisch. Diese vier Übungen versuchen wir in unseren Wettkämpfen mit maximal vier Gewicht einmal durchzuführen. Also ähnlich wie ein Kraft-3-Kampf, den man kennt. Nur mit vier. Bitte? Nur mit vier Disziplinen genau. Und eben basierend auf diesen klassischen Calisthenic-Movements. Wie, wo hat eigentlich diese Sportart seinen Anfang? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie CrossFit nehme, dann kann ich es relativ klar Richtung USA mit einordnen. Wenn ich Weightlifting nehme, dann kann ich es Richtung China einordnen, im osteuropäischen Raum mehr vertreten. Wenn ich Indoor Rowing nehme, dann kann ich das Richtung England so ein bisschen zu... Wo kommt Kelly eigentlich grundsätzlich her? Boah, es ist super schwer zu sagen, wo es entstanden ist. Ich glaube, Sport mit dem eigenen Körpergewicht gibt es in der Geschichte schon seit den Griechen und Römern. Die hatten jetzt nicht wirklich die unbedingt krassen Eleiko-Gyms da rumstehen, sondern haben dementsprechend auch ihren Körper benutzt, um sich zu stehlen und für den Kampf vorzubereiten. Dieses Street-Workout, wie man das so kennt, dass diese Parks gebaut wurden und irgendwie draußen Leute sich getroffen haben, um sich zu bewegen. Ich glaube, die Ursprünge kommen einmal aus dem Nahen Osten. Da in Russland und so kennt man auch sehr, sehr viele sehr starke Athleten einfach herkommen und aus Osteuropa. In Amerika, man kennt die Videos von den Ghettos in New York und Co., wo dann auch diese übel krass trainierten Maschinen rumtrainieren. Das waren auch so die ersten Leute, die dann auf YouTube und im Internet bekannt geworden sind. Aber wo der Ursprung ist, ist schwer zu sagen. Auch wenn man nach China und Co. fährt, steht da an jeder Ecke so ein Workout-Park und da trainieren Leute bis 60 Jahre alt und älter. Das heißt, einen wirklichen Ursprung zu finden, ist super schwer. Groß geworden ist der Sport aber tatsächlich, was Weighted Calisthenics jetzt angeht, aktuell sehr stark in Europa. Also getrieben durch Frankreich, Deutschland, Großbritannien. Das sind so die Länder, wo viele Athleten herkommen und der Sport auch stark vorangetrieben wurde. Er ist ja noch recht jung einfach. Ich habe jetzt im Kopf, eigentlich auch nur durch Zufall, ja moin. Moin. Ist da nicht...
Gerade zwischendurch kam meine Multipower-Bestellung an, das hätte eh unterbrochen. Also alles gut. Ja, wir machen hier direkt ein Unboxing live mit Sascha Diaz ja, und Multipower. Kein Product Placement oder so. So, haben wir. Möchtest du nahtlos anknüpfen oder neu starten? Wie ist das für dich? Nee, ich schneide das zusammen, das wird lustig. Dann warst du gerade bei einer Frage, die du eröffnen wolltest. Weißt du noch, was das war? Ganz genau, und zwar, ich habe, wenn ich an Kelly denke und Street Workout, habe ich Polen im Kopf. Polen, ja, da gibt es allerdings auch sehr starke Athleten. Ja, doch. Denn da gibt es ja richtige Meisterschaften und auch, gibt es Weltmeisterschaften? Es gibt auch Weltmeisterschaften, sowohl im Weighted Kali, nicht wirklich organisierte, aber zumindest im Freestyle Calisthenics. Das sind die dann sich um die Stange drehen, die dann eher so freestyle-mäßig rumtouren. Da gibt es tatsächlich schon lange Weltmeisterschaften, die aber tatsächlich aus Russland raus organisiert sind, soweit ich das weiß. Und diese Power Competitions, die du aus Polen kennst, sind in der Tat auch ziemlich groß. Die haben auch sehr starke Athleten. Ob es da jetzt aber gegründet worden ist, vermag ich schwer zu festzustellen. Ja, voll. Also die Organisation des Ganzen, muss man wirklich sagen, nimmt langsam erst Form an. Einheitliche Wettkampfregeln, die weltweit gelten. Wann ist eine Wiederholung gültig? Welcher Versuch wird gezählt? Wie viele Judges brauchst du für einen Rap? Also alles, was im Olympischen oder im Kraftdreikampf und in allen Kraftwettbewerben schon lange gilt und gültig ist, wurde bei uns erst jüngst entwickelt. Und dementsprechend ist auch die weltweite Organisation des Ganzen erst im Wachsen. Jetzt hier für den deutschsprachigen Raum, den Dachbereich, gibt es Final Rap. Das ist das Shirt, was ich auch trage. Aha. Das ist eine Organisation, die versucht, das Ganze in einheitlichen Regeln für deutsche, österreichische und schweizerische Athleten durchzuführen. Und das hat 2020 gerade kurz vor dem zweiten Lockdown noch stattgefunden, als erster Wettkampf, der wirklich konform in dem Sinne One Rep Max durchgeführt hat, nach einheitlichen Wettkampfregeln, die international gelten. Genau. Was? Wenn ich mir das jetzt so überlege, also ich gucke jetzt auf CrossFit und Functional Fitness. Ich habe jetzt so eine Bewegung wie zum Beispiel den Butterfly Pull-Up. Das ist natürlich eine sehr dynamische Bewegung und die muss ja irgendwie Standards erfüllen, dass die auch gezählt werden kann als Rep. Ja. Jetzt ist ja eures Weighted relativ klar. Es gibt einen Anfangpunkt, einen Endpunkt bei der Bewegung und es gibt zwischendrin Kriterien, die erfüllt sein müssen. Gibt es nicht schon ein ganz klares Regelwerk für alle, die einsteigen, wo man sagt, okay, das zählt und das zählt nicht? Das gibt es mittlerweile. Also wenn ihr auf der Final Website guckt, dann ist da tatsächlich mittlerweile ein PDF, wo zu jedem einzelnen Wettkampf Lift, so nennen wir die auch, tatsächlich Regeln angegeben sind. Was sich bewegen darf, was statisch bleiben muss, bis wohin du ziehen oder runtergehen musst im Dip, das ist da alles ganz klar festgelegt und einsehbar. Cool. Wie bist du denn oder was war deine wirklich allererste sportliche Berührung? In meinem Leben. In deinem Leben. Boah, da muss ich zurückdenken. Also ich habe schon super, super viel gemacht. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich eher aktiverer Natur bin, fast schon hyperaktiver Natur und dementsprechend sollte ich als Kind viel beschäftigt werden und habe die verschiedensten Sportarten ausprobiert. Womit es angefangen hat, ist, ich glaube, das war tatsächlich Taekwondo, was ich richtig verfolgt habe damals. Also ich habe Kampfsport gemacht tatsächlich, habe da Jahre Taekwondo, Judo, Capoeira, also verschiedenstes ausprobiert. War auch viel im Ausdauersport, habe Badminton gespielt, war im Schwimmverein, habe also wirklich echt viele Bandbreiten gesehen, war aber dementsprechend natürlich immer dünn und schwach. Also das muss man einfach sagen. Es waren jetzt keine Sportarten dabei, die irgendwie nah am Kraftsport oder am körperformenden Sport in dem Sinne dran waren. Und dann bin ich nach dem Studium nach Hamburg gezogen, das war 2013, und habe auf einmal den Drang verspürt, optisch was zu verändern. Externe Faktoren, sagen wir es einfach so. Wenn man auf dein Instagram drauf guckt, sieht man tatsächlich auch dein allererster Post und dein letzter Post. Da müssen ja fast 10 Kilo dazwischen liegen. Mehr. Das sind 20 Kilo tatsächlich. Also ich habe angefangen damals mit 75 Kilogramm, als ich hier 2013 nach Hamburg gekommen bin. Und wiege jetzt mittlerweile morgens, wenn ich so einwiege, ungefähr bei 95 Kilo.
Nach dem ersten Kacker oder vorher? Der Standard nach dem ersten Stuhlgang am Morgen. Das ist die einheitlichste Wiegewährung. Ja. Also, das ist krass, dass natürlich so viele in der Jugend mit Kampfsport anfangen. Aber jetzt ist ja deine Sportart schon relativ, ich würde jetzt mal sagen, Nische in einem gewissen Maß. Es ist im Kommen auf jeden Fall. Aber wie bist du dann in die Richtung gekommen? War das so, du wolltest was verändern? Okay, da geht man normalerweise ins Fitnessstudio. Habe ich tatsächlich, ja. Ich bin, habe mich damals bei Fitness First angemeldet. Es gab irgendwie einen Firmenrabatt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich viermal die Woche pumpen und dann baue ich Muskeln auf und dann fühle ich mich wohler und wiege nicht mehr 74 oder 75 Kilogramm. Ja. Habe das dann auch ein paar Monate gemacht mit so einem Standardplan, den man dann bekommt, der dann irgendwie Ganzkörper drei, viermal die Woche vorschlägt, und habe mich dann verletzt, weil ich natürlich noch überhaupt kein Wissen hatte, wie ich was mache und man auf der Fläche in so einem Fitnessstudio auch nicht wirklich an die Hand genommen wird. Dann habe ich natürlich den Fehler nicht bei mir gesehen, sondern in der Sportart. Ganz klar, das muss an den Gewichten liegen, das ist ungesund. Und habe ich dann nach einer neuen Sportart umgeguckt, weil ich ja schon so viel entdeckt hatte, habe ich gesagt, mache ich ein neues Kapitel auf, bleib aber aktiv. Und habe diese Videos auf YouTube gefunden, die ich vorhin schon einmal kurz erwähnt habe, wo irgendwie brutale Maschinen in New York so Straßenparks abgerissen haben und da Muscle-Ups mit 100 Kilo gemacht haben. Habe gesagt, wenn ich das mache, dann kann ich das auch und sehe genau so aus. Und habe mich dann umgehört, was es da denn hier in Deutschland und vor allen Dingen in Hamburg schon gibt. Und die erste Gruppierung, die es damals gab, war Baristi Workout. Die gab es damals tatsächlich schon. Und der Olaf Nährlich hat damals eine Gruppe hier in Hamburg angeleitet, die jeden Sonntag zusammen im Park trainiert haben. Und da bin ich dann einfach mal hingestiefelt und habe mitgemacht und habe gemerkt, ich kann nichts. Ich konnte keinen Dip. Ich konnte so, wenn es hochkam, drei Pull-Ups. Und dann hat mich der Ehrgeiz gebissen, weil alle um mich herum konnten das irgendwie in dieser Gruppe. Und dann bin ich da jeden Sonntag hingestiefelt und habe mein Training im Fitness First auf so ein App-Training umgestellt. Damals gab es die App Mad Bars, die einem dann so Zirkeltraining mit Bodyweight-Übung immer pro Split, also Oberkörper, Unterkörper, vorgeschlagen hat. Und habe das sechsmal die Woche gemacht und habe mich wirklich jedes Training komplett kaputt gemacht mit Bodyweight-Übungen bis zum Erbrechen. Ja, Quintessenz war, dass ich damit aufgebaut habe, komischerweise. Ich habe hypertrophierende Reize gesetzt, habe mehr gegessen und habe dann auch 5 Kilo zugenommen und sehr schnell Fortschritte gemacht. Also dann den ersten Kipping-Muscle-Up irgendwie gekonnt, einen Back-Lever gelernt. Und dann fängt man natürlich auch Feuer, wenn die ersten Erfolge kommen. Voll, und habe dann Begeisterung dafür gefunden. Und dadurch, dass ich jeden Sonntag da war und in der Woche auch noch mit einigen aus der Gruppe trainiert habe, habe ich dann irgendwann auch die Expertise in Anführungsstrichen gehabt, diese Trainings mitzuleiten, weil ich wusste, welche Übungen wir machen, wie wir das ungefähr aufbauen, und habe mich dann in dieser Gruppe auch engagiert. Ja, das waren so die ersten 1-2 Jahre bei Baristi. Also sprechen wir jetzt von 2015, 2016. Und das war auch die Jahre, wo es anfing, dass Calisthenics durch Baristi und andere Gruppierungen in Deutschland groß wurde. Dann gab es unten in Wetzlar bei Gießen eine Gruppierung, dann gab es die Barliner in Berlin, dann gab es HUT-Training in Bremen. Es kamen also immer mehr Gruppen auf, die gesagt haben, lasst uns doch daraus einen Sport machen. Wir feiern das alle gemeinsam. Lasst uns dafür einsetzen, dass Parks gebaut werden, dass vielleicht auch Events stattfinden, die den Sport bekannt machen. Es wurden Facebook-Gruppen gegründet und ich war mittendrin und habe dann irgendwie die Begeisterung mit allen geteilt. Und es haben sich dann mit der Zeit 2 Lager, sage ich mal, aufgetan, 2 Disziplinen. Das ist zum einen das Freestyle Calisthenics, wo es darum geht, in einer bestimmten Zeit möglichst viele Skills zu zeigen, Kreativität, Kraft. Und es gab dieses Strength Calisthenics, was eigentlich dieses Street Workout früher war, wie man es dann in den Anfängen gesehen hat, wo es darum ging, möglichst stark zu werden, möglichst breit auszusehen, keine Ahnung. Und ich habe mich mehr für diese Kraftschiene einfach interessiert. Und die ersten Wettkämpfe fanden dann schon 2014, 2015 statt. Da gab es auch schon organisierte deutsche Meisterschaften, wo es jetzt keine Qualifikation oder so für gab, aber wo dementsprechend auch schon auf Wettkampfniveau schwere Gewichte bewegt wurden. Jetzt muss ich mal zwischen rein fragen, wie groß ist die Hürde, um bei dem Sport einzusteigen? Relativ niedrig, würde ich jetzt mal mir selber beantworten. Wie groß ist aber die Hürde, bei einem Wettkampf mitzumachen? Ja, voll oft diese Frage. Man denkt sich so, Digga, ich kann keine 200 squatten und ich kann keine 80 Kilo holen. Das ist aber auch nicht die Voraussetzung. Also ich kenne wenig Sportarten, wo nur 5 Athleten teilnehmen, weil der Rest kann ja nicht Erster werden. Also da kenne ich wirklich sehr, sehr wenig Sportarten.
Und so ist es eigentlich auch bei Final Rap oder den Allbars Games in Frankreich oder auf den Arnold Classics in Spanien, diesen ganzen Wettkämpfen, die es jetzt hier im Weighted Calisthenics gibt, ist es so, dass da eigentlich jeder teilnehmen kann. Also wir hatten es bei Final Rap jetzt so, dadurch, dass wir nur ein Event machen konnten, gab es ein Anmeldeformular und das hieß First Come, First Serve. Wenn du dich anmeldest, hast du einen Platz und darfst als Athlet antreten und das war dann gecapped, damit wir das innerhalb der Timeline und der Corona-Vorgaben halten konnten. Okay, ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn du da einen Bodyweight-Muscle-Ups machst, ohne Gewicht dran zu hängen, wirst du genauso gefeiert, wenn du da kämpfst und alles gibst, wie wenn du einen Muscle-Up mit 40 Kilogramm machst. Also das geht wirklich von bis und der Sport, muss man sagen, ist aufgrund der Tatsache, dass er noch so jung ist und jeder neu dazukommende in dieser Nische, wie du sie genannt hast, herzlich begrüßt wird, noch gar nicht so kompetitiv wie andere. Das heißt, du wirst keine Ablehnung, keinen Erwartungsdruck oder ähnliches eigentlich treffen. Den musst du dir irgendwo selbst machen. Mhm, ja. Das ist aber auf der anderen Seite auch super angenehm, weil es wirklich wie ein Familienklima ist auf diesen Events. Das kennt man vielleicht aus dem CrossFit, wo auch alle alles geben. Mhm. Es gibt auch ein, zwei, die sagen, ich will zu den Games, ich muss hier alles rasieren, ich lebe dafür. Aber am Ende des Tages ist es auch dort so, dass fast jeder jeden kennt. Und dass es dann wie ein Familientreffen ist. Und das ist im Calisthenics auch so. Und deswegen würde ich sagen, ist die Hürde verdammt gering. Du musst dafür nicht Gott sein oder so stark wie die Größen, die wir in Deutschland haben. Ich will jetzt hier keine Namen flexen. Also tatsächlich im CrossFit würde ich jetzt mal sagen, es gibt eine Handvoll und das ist wirklich eine knappe Handvoll an denjenigen, die potenziell zu den Games fahren könnten. Dennoch gibt es ja mehrere Lager. Also es gibt ja das CrossFit-Lager und es gibt das Functional Fitness-Lager, was sich schon gesplittet hat. Wie sieht es denn in der Sportart beim Kelly aus? Es gibt das Weighted, es gibt das Freestyle. Das würde ich aber jetzt mal behaupten, sind zwei verschiedene Disziplinen. Wie ist es bei euch? Also spalten sich da auch schon langsam die Lager in Federations oder in größere Verbände oder wie sieht es bei euch aus? Absolut, absolut. Es war so, dass am Anfang hauptsächlich Freestyle-Events gemacht wurden, weil das Interesse einfach größer war. Da gab es dann den King of the Bar, gab es auf der FIBO, da gab es, wie hieß das denn? King of the Bar hieß das. Das war das große Event. Da gibt es diese YouTube-Videos, die auch bei McFit liefen, wo wirklich nur Freestyle, One-on-One-Battles gemacht wurden mit Athleten aus aller Welt. Aus Dubai, Amerika, etc. Mhm. Dann mit der Zeit gab es halt die in Anführungsstrichen Gegenbewegung oder Bestrebung, auch dem Weighted Calisthenics da eine Plattform zu geben. Und dann wurden die Events immer parallel gemacht. Also da gab es die deutschen Meisterschaften zum Beispiel im Calisthenics in 17, 18 und 19, glaube ich, in Dessau. Da wird immer beides gemacht. Freestyle und auch eine Power Competition. Vorletztes Jahr sogar noch eine Endurance Competition. Also es wurde wirklich experimentiert mit den verschiedenen Disziplinen. Und mittlerweile ist es so, dass es wirklich zwei komplett getrennte Themen in meinen Augen sind. Es gibt einmal die WSWCF, das ist so diese Worldwide Federation of Street Workout and Calisthenics. Mit denen haben wir nichts am Hut, muss ich ehrlich sagen. Die konzentrieren sich aber auch in großen Teilen tatsächlich auf Freestyle Calisthenics. Und da gibt es dann auch World Championships und die werden auch gestreamt und das hat auch ultra viel Reichweite, weil es eben so spektakulär aussieht. Und das Rated Kali ist so der, in Anführungsstrichen, noch kleine vergessene Bruder, weil es tatsächlich eine höhere Hemmschwelle hat durch diese hohen Gewichte, die die Top-Athleten bewegen. Und zum anderen dadurch, dass die große Reichweite am Anfang auf diesen krass aussehenden Bewegungen und dem Show-Effekt von Freestyle Calisthenics lag. Das heißt, ja, es sind mittlerweile sehr stark getrennte Lager. Ich würde behaupten, bekannter unter Calisthenics ist immer noch das vor allem Turnen angelehnte Freestyle-Calisthenics. Aber meine Präferenz liegt ganz klar, wenn man das in Lager trennen möchte, beim Weighted-Calisthenics. Wobei ich sagen würde, jetzt hier in Hamburg zum Beispiel gibt es auch mehrere Gruppierungen. Es gibt uns von Baristi immer noch. Es gibt aber auch Kali-X. Das ist eine Gruppe, die sich sehr stark auf Freestyle-Calisthenics konzentriert. Aber selbst da gibt es Athleten, die Weighted trainieren. Und selbst da habe ich Freunde, mit denen ich mich austausche zu Training. Das heißt, es gibt jetzt keine Feindseligkeit oder ähnliches. Ich glaube, bei CrossFit und Functional Fitness gibt es dann schon öfter. Ja, naja, also Feindseligkeit würde ich nicht sagen. Es gibt immer eine andere Definition dessen, wie man es nennt und natürlich auch so ein bisschen moralische, so ein bisschen moralische Einstellung zu CrossFit gehört halt immer noch zu einem HQ.
Es ist halt immer Ja. noch eine Marke von einer Firma, die gegründet wurde. CrossFit als Sport ist im Oberbegriff des Functional Fitness und die Ja. möchten dann noch viele Functional Fitness eigentlich als Breitensportart groß machen. Ich finde, alle Wege führen nach Rom, bla bla. Aber es ist dennoch so, der Sport wächst dadurch und wenn es noch ein paar mehr Leute abholt, ist vollkommen okay. Wenn man jetzt mal bei dir so ein bisschen auf die Instagram-Seite guckt, dann muss man ja dazu sagen, Kelly Workouts an sich ist ja relativ klar, breite Oberkörper, dicken Pektorales, aber du hast ja auch ganz gute Beine. Ist Ja. das für manche vielleicht auch so ein bisschen das Vorurteil dieser Street-Workouts, so ein Knastbody, so oben solid Ja. und unten dann zwei Stängel raus, so Skipping Leg Day Every Day. Ja, Alex, im Club sieht man die Beine nicht, das weißt du doch. Ich gehe nicht im Club. Ja, siehst du, ist Corona, jetzt ist das Problem, jetzt gehen wir alle nicht mehr in den Club, jetzt müssen wir die Beine trainieren. Nein. Ich glaube, das ist einer der größten Streitpunkte zwischen Freestyle und Weighted Calisthenics. Muss man sagen. Und selbst Weighted Calisthenics hatte den Squat lange nicht drin. Weil die Leute sagten, na ja, also dann kann ich auch ins Gym gehen. Wo ich so sage, ja, ich muss auch ins Gym gehen, wenn ich mir 80 Kilo am Pull-up hängen will. Am Ende des Tages ist es so, dass eben im Weighted Calisthenics mittlerweile der Squat eine gesetzte Disziplin ist, ein gesetzter Lift, der dazugehört. Und für einen 200 Kilogramm Squat brauchst du nur mal Beine. Ist so. Und dementsprechend haben die meisten Weighted Calisthenics Athleten mittlerweile aufgeholt, wenn sie zum Beispiel früher das nicht gemacht haben. Und auch da werden mittlerweile echt gute Gewichte bewegt. Ich glaube, auf dem letzten Wettkampf bei uns bis zu 230, 240 Kilogramm irgendwie, was dann schon mit anderen Athleten aus Kraft-Dreikampf vielleicht nicht unbedingt, aber aus CrossFit und Co. auf jeden Fall mitteilen kann. Das auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen mal nachgeguckt, was so Werte sind Ja. von euch, was ihr so squatmäßig macht. Da könntet ihr eigentlich auch vielerlei, und das glaube ich auch, viele Powerlifter könnten ja in eure Sportart easy einsteigen. Ja. Easy einsteigen in Anführungsstrichen. Dip gleicht sehr dem Bench Press. Abs Wenn, ja. und der, ich sage jetzt mal, Deadlift ist nicht dabei, aber ich bin der Meinung, dass man als guter Powerlifter auch einen starken Rücken haben sollte. Das Einzige, was ich glaube ich schwierig fände, wäre der Bar Muscle Up. Ja, allerdings muss man auch sagen, Powerlifter sind in der Regel etwas schwerer. So nach meiner Erfahrung. Und die Gewichtsklasse bei uns, die sich da so oben bewegt, die machen so in der Regel bis zu einem maximal 15 Kilogramm zusätzlichen Muscle-Up. Viel mehr passiert da aktuell nicht. Natürlich wachsen diese Zahlen, die Athleten trainieren weiter. Aber am Ende des Tages sind das 15 Kilogramm im Total. Es werden ja von allen vier Disziplinen einfach die Zusatzgewichte addiert. Dementsprechend, wenn du 15 Kilogramm im Muscle-Up nicht machst, dafür aber 15 Kilogramm mehr squattest, hast du schon wieder raus. Das heißt, ein Powerlifter hat tatsächlich eine relativ geringe Eintrittshürde. Er muss sich sehr viel Technik aneignen, weil sowohl Dip als auch Muscle-Up, also alle vier Movements, tatsächlich technisch sehr intensiv sind, gerade bei diesen hohen Gewichten auf Partien wie dem Schultergürtel. Aber es ist tatsächlich gut, einen Übertrag zu sehen. Und wir haben tatsächlich, glaube ich, auch schon ein, zwei Teilnehmer gehabt, die direkt aus dem Powerlifting kamen und dann bei uns auch echt gut performt haben. Ich muss da, ich sehe da so einen meiner Kumpels relativ schnell und das ist Ja. Josh. Josh, kennst du auch? Joshua Wright? Joshua Wichtrum? Nee, Joshua. Ah, right, okay, ja. Yoshi könnte auch einsteigen. Ja, Wichtrum, wir kommen noch mal. Aber der ist ja eher auf Cardio, also ich weiß nicht. Also, wenn der so auf 100 Max sein Training umstellt, werden die Games schwer, glaube ich. Ich glaube, Yoshi könnte noch mal, also Yoshi, wenn du das hörst, attackier doch bitte noch mal einen High Rocks. Wir Sehr brauchen gut, ne? noch mal eine deutsche Spitze neben Also Lukas Joshua Stork Wright natürlich. kenne ich noch. Ich war dabei, als hier True Fitness in Hamburg eröffnet wurde. Da waren Hendrik und er vor Ort. Und deswegen kenne ich ihn nur als absolute Deadlift-Maschine. Lustige Geschichte. Josh Ob hat mit da der Body Übertrag, wie gesagt, unseren Sport gegeben hat? Ja. Josh hat mit Bodyweight angefangen. Ach, tatsächlich. Und ist dann ins Powerlifting rein. Ja, aber da siehst du mal. Also irgendwie haben alle irgendwann Lust, mehr Kraft und Leistungsorientierung mit an den Start zu bringen. Er ist jetzt an der Spitze in einer Sportart. Er ist sehr, sehr willkommen in unserem Sport, wenn er zuhört.
soll uns gerne einfach eine Nachricht drüber flanken an Final Rap. Aber wie gesagt, die Eintrittshürde ist nicht allzu hoch. Einfach mitmachen, man hat nichts zu verlieren. Wir haben keine Startgebühren von 200 Euro oder Ähnlichem. Wir haben keine tausenden Vorentscheide. Wir planen bei Final Rap tatsächlich Vorevents zu machen. Das heißt, dass jede einzelne Region, Nordost, Südwest, ein Vorevent bekommt und dass dort die besten Athleten dann bei Final Rap antreten, damit du dementsprechend nicht über dieses First Come, First Surf immer Leute ausschließt, sondern jedem die Möglichkeit gibt, anzutreten. Weil alles andere wäre nicht machbar. So ein Lift dauert, das Setup für einen Lift dauert und wenn du da 300 Athleten an einem Tag durchschleust, ist es einfach nicht umsetzbar. Dementsprechend planen wir einzelne Events für die Region und dann eine Finalentscheidung auf dem Final Rap Finale. Man muss aber auch sagen, dass aktuelle Planung natürlich super schwer ist. Muss man einfach sagen, wir wissen nicht, was Corona macht. Wir wissen nicht, ob Vorentscheide stattfinden können oder ob es wieder ein Event gibt, wie groß so ein Event sein darf. All das steht ja noch so ein bisschen in den Sternen. Also wenn ich mir so ein bisschen Berliner Kelly Parks momentan angucke, sind die natürlich wieder ein bisschen leerer. Sobald die Sonne rauskommt, könnte dort potenziell auch ein Wettkampf stattfinden. So viele sind da. Also Das Einzige ist halt, dass wir natürlich sehr viel dahin schleppen müssten. Wenn man das in so einem Outdoor-Event macht, dann muss dort natürlich trotzdem ein sicheres Squad-Rack stehen. Es muss dementsprechend Platz für Spotter und Judges gewährleistet sein. Das heißt, das Setup muss schon, also der Park muss schon einiges hergeben. Der letzte Wettkampf hat im Rhein-Gym stattgefunden, wenn ich mich recht erinnere. Cool. Und da hat natürlich super viel Platz einfach gehabt. Da hattest du verschiedene Klimmzugstangen, du hattest verschiedene Dipbarren, verschiedene Squat-Möglichkeiten, konntest Kameras umschwenken. Das heißt, der Wettkampf soll ja schon professionell daherkommen, um den Sport auch weiter eine Plattform zu bieten. Und dementsprechend sind die Street-Workout-Parks, glaube ich, für die Ausführung der Events nicht mehr unbedingt das Richtige. Wie sieht das eigentlich mit Frauen in dieser Sportart aus? Denn ich kenne, guck mal auf, ihr könnt alle mal mit auf Instagram gucken. Und zwar gib mal bitte Camilla. Warte. Sie heißt auf Instagram SW unterstrich und dann MILAA. Street Workout Camilla Kubik. Aus Polen, da hast du vorhin schon drüber gesprochen. Genau. Ja, das ist eine, die habe ich schon öfter getroffen, ja. Das ist eine gute Freundin von mir. Und ach, witzig. Mit ihr habe ich zusammengearbeitet in Polen. Ja. Und sie ist so die einzige, die ich kenne, also auch persönlich kenne, die diesen Sport macht. Jetzt jetzt ist mal die Frage, wie sieht das in Deutschland aus? Weil sie ist immerhin, sie schreibt das hier, Street Workout World Champion 2019 und aus Polen. Also war bei der Weltmeisterschaft, ist auf jeden Fall dann auch Erste geworden. Wie sieht das in Deutschland eigentlich aus mit den Dams? Es gibt tatsächlich, ich gucke gerade, ob ich das finde, auf den Arnold Classics hätte ja auch ein Wettkampf dementsprechend stattgefunden. Und die Spanier sind super gut darin, die Zahlen festzuhalten, wie die aktuellen Weltrekorde aussehen. Also die wirklich auf einem Wettkampf nach den aktuellen Wettkampfregeln abgenommen wurden in Bezug auf diese Lifts, den Pull-Up, den Dip etc. Bei den Frauen ist es dann tatsächlich der Ring-Muscle-Up. Und in diesen Rekorden sind verdammt viele Deutsche dabei. Ich gucke das gerade mal. Wir haben das bei uns in der Athletengruppe drin. Ich schaue mal rein, ob ich das noch finde. Das wäre natürlich super interessant, das jetzt hier einmal zu erzählen. Ich finde sie gerade nicht. Jedenfalls ist es so, dass wir in Deutschland verdammt starke Athletinnen auch haben, die in der Weltelite nach aktuellen gemessenen Ergebnissen mitspielen. Vorneweg zu nennen ist auf jeden Fall Sinja Strohbach. Die solltest du mal auschecken. S-I-N-I-A. Sinja Tasmin. Tatsächlich auch mein Coach aktuell noch. Aha. Zusammen mit Nick Tibusek, die beiden coachen mich. Die hat so ein paar Werte hingelegt. Die schon beeindruckend sind. Wenn man jetzt ihre letzten Posts so anguckt, sieht man hier zum Beispiel eine Erklärung des Wettkampftipps auf dem drittletzten Post. Man sieht sie, das ist krank, die deadliftet 150 vor Reps, die pullt so und so viele Kilogramm, die dippt ihre 40 und plus Kilogramm, also das ist einfach eine extreme Maschine, die man da auf jeden Fall vor Augen haben sollte. Wenn man auf Final Rap geht, sind, glaube ich, auch die ganzen Gewinner dementsprechend ausgezeichnet. Und dann kann man sich die Werte mal angucken. Also
Hier ist der Orentenna für die Lightweights. Ja, also die werden gerade nacheinander rausgehauen und da werden dementsprechend natürlich auch die Frauen gezeigt. Hier ist zum Beispiel der Post mit der Jessica, die in der weiblichen Klasse unter, es gibt zwei Frauenklassen aktuell, unter und plus 60 Kilogramm. Und die hat in der unter 60 Kilogramm Klasse als Frau 110 gebeugt, 40 gedippt, 28,75 gepult und 5 Kilogramm Ringmasse noch dran gehangen. Wow. Das heißt, das ist das deutsche Feld und das ist noch relativ jung, weil der Sport einfach noch speziell ist. Aber da geht tatsächlich einiges. Und das wird sich auch weiter so entwickeln. Und es gibt auch noch einige andere Frauen, die da teilnehmen. Wir haben hier zum Beispiel die Eva. Die war dann in der Heavyweight, Frauen-schwereren Kategorie, die Gewinnerin. Die hat dann nur 102 gebeugt, dafür aber 46 gedippt, 25 gepult und 7,5 im Ringmuscle-Up dran gehängt. Also das ist nur ein Vorsatz, eine Frau, ne? Die zieht einen fast 30 Kilogramm Pull-Up und dippt fast 50 Kilo als Frau. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Und das wird sich auch noch weiterhin positiv entwickeln. Und es gibt auch noch einige andere Athletinnen, die ich persönlich kenne, die nächstes Jahr auf jeden Fall so ein bisschen auf die Pauke hauen werden. Ich finde das sehr, sehr interessant, auch für alle Crossfitter und Functional Fitness Dudes und Girls da draußen. Es ist eigentlich euer täglich Brot tatsächlich. Pull-Ups. Inwiefern? Ach so, also, ja. Also Pull-Ups, Beugen, Dips, das ist alles relativ basic stuff. Wie sieht denn zum Beispiel dein Training aus? Wie oft trainierst du deine Mainlifts und wie oft trainierst du Accessory drumherum? Genau, ich habe aktuell einen 4-Tages-Trainingsplan und versuche dementsprechend zu splitten, sodass ich die Lifts gut machen kann. Es sind nun mal alles Lifts, die Richtung One-Rep-Max trainieren. Ich mache jetzt nicht immer einen One-Rep-Max im Training, aber dementsprechend auch Low-Rep-Training und das ist intensiv. Mein aktueller Split, das schwankt um und bei, ist so, dass ich die Mainlifts immer vorne habe und dahinter dann die Accessory in Bezug auf meine Defizite in den Mainlifts. Das heißt, Tag 1 habe ich hier beispielsweise Chin-Ups und Dips drin. Allerdings assistiert, das heißt, die Chin-Ups halte ich oben, weil oben eben bei mir ein Schwachpunkt ist und die Dips sind dann in den Ring, um einfach Stabilität reinzubringen. Und in der Assistenz sind es dann Push-Ups und Pull-Ups nochmal, Shrugs, Q-Mutations, alles, was mein Schultergürtel da dementsprechend besser macht. Und dann Tag 2 ist dann der Fokus auf die Beine. Da packe ich tatsächlich bei mir noch den Muscle-Up rein, weil der am ersten Tag einfach sonst zu viel Volumen wäre. Und habe dann die Back-Squats drin und alles, was mein Beinstrecker stärker macht. Single-Leg, RDLs, gut, ist jetzt hintere Kette. Hyper-Extension-Holds sind drin, Split-Squats, Leg-Curls. Also es ist kein Hexenwerk. Ja. Und an Tag 3 bin ich dann wieder bei den Mainlifts für Pull und Push. Da mache ich dann schwere Dips und schwere Chin-Ups. Und dann auch wieder Assistenz, Overhead-Presses, Bend-Over-Rows, Curls, Face-Pulls, nichts Besonderes. Und Tag 4 geht dann wieder auf die anderen beiden Wettkampf-Lifts. Das ist dann Muscle-Up und Back-Squat. Und hier dann auch wieder andere Variationen von Assistenzübungen. Das heißt, ich habe jeden Tag 2 der Mainlifts drin und die Assistenz, die dann eben dazugehört und variiere dann hin und her. Ich habe es aber auch mal so gemacht, dass ich einen Upper-Lower-Split hatte. Ich habe auch mal Upper-Pull, Lower-Push und dann vice versa trainiert. Also wichtig ist einfach, die Pausenzeit einzuhalten, die Mainlifts oft ins Training einzubauen, weil das Nervensystem die dementsprechend auch können muss und dann dementsprechend in der Assistenz auf die eigenen Defizite einzugehen. Wo siehst du dich denn in den nächsten Jahren? Competen vielleicht auch? Also was, du hast dich jetzt sehr in diesen Sport festgebissen. Man merkt, dass du dann auch sehr ambitioniert bist. So, wohin gehen die Ambitionen tatsächlich? Die Ambitionen gehen dahin, dass ich meine Verletzung, die ich vorhin angesprochen hatte, es war tatsächlich ein Bandscheibenvorfall, dass ich den auskuriert habe und nächstes Jahr wieder, dieses Jahr 2021 wieder angreifen möchte. Ich kann mittlerweile wieder komplett schmerzfrei trainieren. Ich kann wieder schwere Gewichte bewegen. Ich kann sauber squatten ohne Ausweichbewegung. Und das hat für mich die Basis dargestellt, um überhaupt wieder an Wettkämpfe zu denken. Also vorher wäre es einfach hirnrissig gewesen. Dementsprechend möchte ich auf jeden Fall 2021 wieder antreten. Möchte mir auch ein Treppchenplatz sichern. Ich habe dann diese Ambition dann doch nach all der Zeit und den paar Rückschlägen, die ich hatte. Und was danach kommt, wird sich zeigen. Ich bin ja tatsächlich auch Coach in dem Bereich. Das heißt, ich coache auch Athleten. Ich bin super gerne aber auch
in anderen Sportarten aktiv. Das heißt, ich mache super gerne auch gesundheitsorientiertes Fitnesstraining. Meine Freundin macht ihr Studium zur Physiotherapeutin. Wohin also die Begeisterung in der Zukunft sich entwickelt, als Coach, als Betreuer, als Athlet, als Motivator, das wird sich dann zeigen. Für dieses Jahr heißt es für mich angreifen, dranbleiben und abliefern. Es hört sich sehr, sehr gut an. Und was ich jetzt noch mit dir vorhabe, Ja. bevor ich natürlich auch noch ein bisschen Werbung für dich mache, denn ihr könnt auf jeden Fall bei Sascha mal auf seine ziemlich geile Website gehen, da mal ein bisschen reingucken, was Sascha eigentlich so alles macht und wie hier Kontaktformular, kostenloses Erstgespräch. Dies, das wollen wir noch ein bisschen paar Facts über dich wissen. Gerne. Da habe ich da ein paar Fragen vorbereitet, die du innerhalb von 90 Sekunden so schnell wie möglich beantworten sollst. Es sind eine Mischung zwischen Entweder-Oder-Fragen und anderen Fragen. Du hast 90 Sekunden Zeit. In 5, 4, 3, 2, 1. Meer oder Berge? Mehr. Hamburger. Winter oder Sommer? Sommer. Erster Urlaub nach dem Lockdown geht nach Österreich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Nie mehr Bier oder nie wieder Wein? Boah, ist das gemein. Nie wieder rein. Was darf auf einer schlechten Feier nicht fehlen? Freunde. Auf einer schlechten Feier. Auf einer schlechten Feier. Auf einer schlechten Feier. Schlechte Musik. Frühstücken oder fasten? Frühstücken. Butter unter Nutella, ja oder nein? Nein, bitte, Gott. Vegan oder vegetarisch? Beides voll in Ordnung. Was ist dein Guilty Pleasure Food? Pizza, Burger, Pasta, Schokolade, Chips. Frag weiter. Frühsport oder Late Sport? Late Sport. Dein allererster Wettkampf im Kelly-Bereich. War der Bar Warrior in Wetzlar. Was war dein letzter Wettkampf? Die deutsche Meisterschaft 2018. Dein schlimmstes Workout jemals? Morgen. Gibt keine schlimmen Workouts. Letzte Also. Frage. Warum solltest du mein Trainer werden? Oh, ich werde gerne dann dein Trainer und sollte dein Trainer werden, wenn du im Calisthenics das Beste aus dir rausholen willst. Wenn du stärker werden willst, technisch sauber und verletzungsfrei bleiben willst. Und falls ihr dazu weitere Infos haben möchtet, ich verlinke euch Saschas Webseite und Instagram-Account hier mit im YouTube-Video. Auf Spotify werdet ihr dann leider auf YouTube gehen müssen. Allerdings bedanke ich mich jetzt erstmal, Sascha, für dieses Ja, wundervolle sehr gerne. Gespräch an diesem Tag mittags irgendwann. Das Wetter ist furchtbar, aber in Hamburg ist es noch schlimmer. Ja. Ja, vielen Dank dir auch für die Zeit, dass ich dabei sein durfte. Viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und mit allem, was dieses Jahr ansteht. Danke dir. Und ich ziehe mir jetzt noch einen weiteren Kaffee. Den hole ich mir auch. Abonniert den Kanal, wie gesagt, hier unten einmal subscriben und wir sehen uns. Peace, Leute.